Bei großen Mannschaften wird das einfache Spiel gelobt und das kann nicht negativ sein, weil das einfache Spiel ist das gute Spiel, das schnelle Spiel. In der eigenen Hälfte, zumal vor dem Tor, brauchen wir, sollen wir, da achte ich auch im Spiel drauf, wenige Foulspiele machen, weil der Gegner dann zu viele Freistöße bekommt in unser Tornähe. Im gegnerischen Drittel, im letzten Angriffsdrittel, da kann man dribbeln, da kann man direkt spielen, da kann man richtig Risiko spielen. Da habe ich überhaupt nichts dagegen. Im Gegenteil, da fordere ich die Spieler dazu auf, damit man den Gegner überrascht und natürlich vor Probleme stellt. Ich will keinen Spieler verändern, menschlich nicht verändern und auch so nicht. Das kann ich auch nicht, das will ich auch nicht. Was wir wollen, uns angleichen als Mannschaft in der Kompaktheit, im System. Und dann, wenn uns das gelingt, glaube ich, dann helfen sie sich mehr untereinander und dann wieder jede Person. Das ist unser Ziel. Aber ich will keinen Spieler verändern.